Herzlich willkommen und hallo mal wieder. Hier ist der Rundfunkchor Berlin, diesmal vor der niederländischen Botschaft in Berlin. Und passenderweise haben wir auch einen Niederländer bei uns, und zwar unseren neuen Chefdirigenten Gijs Leenaerts. Herzlich willkommen. Danke. Schön, dass du für dieses erste Interview zur Verfügung stehst. Ganz neu in Berlin. Hast du dich in Berlin schon ein bisschen eingelebt? Noch nicht wirklich. Das dauert noch ein bisschen, denke ich. Ab dem 1. Juli werden wir unsere Wohnung am Park Gleisdreieck beziehen, und dann wird es hoffentlich schnell gehen. Ich muss aber sagen, die Atmosphäre gefällt mir sehr. Also ich bin gespannt, und ich freue mich auf die Zukunft hier. Berlin zeigt sich heute auch von seiner besten Seite eigentlich. Die neue Saisonbroschüre wird vorgestellt, und du als Chefdirigent dieser neuen Saison hast natürlich auch einen großen Teil dazu beigetragen. Welche Projekte sind dir denn sehr nahe, und auf welche Projekte freust du dich mit dem Rundfunkchor Berlin? Oh, es gibt natürlich viele. Jetzt freue ich mich, glaube ich, am meisten einfach auf meinem ersten Konzert mit Werken von Schütz, Bach und Schönberg. Alle Werke sind mir sehr nah, und es ist in diesem sehr schöne Passionskirche. Und es ist natürlich für mich eine gute Gelegenheit, den Chor wirklich gut kennenzulernen. Mhm. Also ich freue mich sehr darauf. Super. Alle Konzerte werden wir natürlich wieder auf unserer Facebook-Seite veranstalten und als Veranstaltung geltend machen. Und auch auf unserer Webseite werdet ihr sehr viele Informationen über unsere neuen Konzerte, unter anderem mit Gijs Leenaerts, erfahren. Und wir freuen uns auf diese nächste Saison. Dankeschön. Dankeschön. Ich gebe zurück zu den Funkhäusern.